Die Heuschrecken sind unglaublich interessante Tiere. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass sie dann solche Schäden anrichten können. Also die ländliche Bevölkerung, die Landwirte, die spüren die Ausbrüche am schlimmsten. Колоссальное количество ее может вывести на следующий год, так что надо принимать все меры по борьбе с ней. Das Ziel ist die Eindämmung eines Ausbruchs oder einer Plage zu einem frühmöglichsten Zeitpunkt. Вот тебе 32 штуки на 0,4. 32 умножить на 4 на одном квадратном метре 120 штук. 120 штук. Да. Ну это уже крупная численность, да? 102. Конечно, крупная. Die kasachischen Partner, das sind ausgesprochene Experten über die Heuschrecke und hinaus. Die Kollegen, die gehen jetzt hier hin, die wissen jetzt ganz genau, dass hier in diesem Gebiet ganz viele Eiablagen gab. Die messen es, die kontrollieren und wissen, okay, im Frühjahr gibt es eben auf diesem Gebiet eine bestimmte Anzahl an Heuschrecken, die eben schon eine gefährliche Population erreichen könnte. Das sind diese Eikapseln, die frisch abgelegt worden sind, gerade eben. Eine Kapsel enthält potenziell 30 bis 50 Insekten, die dann im Frühjahr geboren werden. So kann quasi eine Plage entstehen. На одном квадратном метре они никогда не прокормятся. Поэтому начинают расселяться. Все и посевы съедаются, и сенокосы, и всю траву. Вот очень нет. Так что с ней бороться надо. In unserem Projekt Locustec untersuchen wir die italienische und die marokkanische Heuschrecke, und deren Habitate strecken sich von Europa bis nach China. Das sind riesige Flächen, und beide Heuschreckenarten kommen in Kasachstan vor. Man kann sich vorstellen, Kasachstan ist das neuntgrößte Land der Welt. Da laufe ich nicht einfach durch die Gegend und suche irgendwelche Heuschrecken-Eiablagestellen. Deswegen ist Erdbeobachtung hier sehr, sehr wichtig. Für die Entwicklung der Heuschrecke spielen ganz unterschiedliche Umweltparameter eine Rolle, also zum Beispiel Temperatur, Niederschlag, die Bodenfeuchte, die Dichte der Vegetation und die Art der Vegetation. Und mit Erdbeobachtung können wir diese Parameter beobachten, um zu wissen, wo ganz viele Heuschrecken zu finden sind. Die zweite Phase, das ist dann die genauere Betrachtung eben dieser Fläche, was man heutzutage eben mit Drohnen macht. Die Kamera, die Sensorik, die da dran hängt, ist eine High-End-Kamera, die Multispektralaufnahmen produziert. Wenn ich mit der Multispektralkamera eine grüne Wiese, die gesund ist, die sehr vital ist, aufnehme, dann wird das komplette Nahinfrarot zurückreflektiert. Habe ich jetzt aber eine Wiese, die eher gestresst ist, weil eben vielleicht schon Heuschrecken an den Grashalmen geknabbert haben, dann ist die Vegetation eben gestresst. Man hat mit menschlichem Auge immer noch den Eindruck, das ist ein grünes Gras.
aber der Chlorophyllgehalt hat abgenommen und deswegen wird eben dieses Nahinfrarot weniger gut reflektiert. Und ich habe in meinem Infrarotbild eine eindeutige Kennzeichnung dafür, dass es sich um eine gestresste Vegetation handelt. Um den Experten vor Ort ihre Arbeit zu erleichtern, entwickeln wir eine App in dem Projekt. У нас тут обследовано 3000, получается. Значит, это площадь, которую вы обследуете, да? Да. Значит, 3000 гектаров. Wenn der Heuschreckenexperte dann vor Ort ist, bei der Stelle, wo eben Heuschrecken vermutet werden, dann kann er verschiedene Parameter in der App eingeben. Das fängt an bei der Heuschreckenart. Применение. Прус. Просто. Просто итальянский прус. Прус. Dann kann eingegeben werden, in welchem Entwicklungsstadium die Heuschrecke sich befindet. Eines der Vorteile ist, wir haben die Daten schon in digitalem Format, was dann direkt in das sogenannte geografische Informationssystem eingespeist werden kann. Bei Locust Tech ist es so, dass alle Daten von den Partnern, sowohl von dem DLR als auch von den kasachischen Partnern, als auch die Drohnenbefliegung in einem Geoinformationssystem zusammengeführt werden. Ein Geoinformationssystem ist im Prinzip die Verbindung von einer Karte und Sachdaten, die zu einer Karte noch bekannt sind. Jeder von uns kennt eigentlich Google Maps und das ist nichts anderes. Dieses Geoinformationssystem ist quasi das Sammelbecken aller Informationen. Ежегодно собирается большую базу данных, отображается на картах. Видим все сериалы распространения вредителя. Also für uns geht es im Projekt Locust Tech darum, eine Alternative zu der klassischen chemischen Behandlung der Heuschrecken zu liefern. Die Idee ist, die Heuschrecken mit einem Elektrogitter zu bekämpfen, dass sie am Ende des Bekämpfungsprozesses auch noch als Futterquelle zur Verfügung stehen können. Im Prinzip besteht dieser Prototyp jetzt aus dem Generator, aus diesem Insektonid, der die Hochspannung erzeugt. Diese wird dann auf ein Gitter übertragen. Das Tier kriegt einen elektrischen Schlag und verendet dann. Das heißt, wir haben keine Belastung mit irgendwelchen chemischen Produkten. Die Tiere können dann entsprechend weiterverwertet werden. Die Methode, gegen die Heuschrecken mit dem Hochspannungsgitter vorzugehen, ist nicht eine bessere, sondern es ist eine andere Methode. Der Hauptgedanke ist natürlich auch, die heranwachsenden Tiere an der Reproduktion zu hindern. Ich habe zwar nicht eine völlige Auslöschung der Tiere, sondern ich habe eine gewisse Reduzierung pro Quadratmeter. Zum Beispiel in Naturschutzgebieten, wo ein Insektizidgebrauch nicht geht. Zu der Seeshaftigkeit von Menschen gehören Heuschreckenplagen und Ausbrüche zu seiner Geschichte. Und das wird sich auch in Zukunft nicht ändern. Und je länger das Projekt eingesetzt wird über die Jahre, desto mehr Daten fließen zentral in eine Datenbank und dieser Prozess kann kontinuierlich verbessert werden. Wir sind jetzt ja erst am Anfang. Über das Projekt hinaus weiterzuarbeiten ist auch deswegen wichtig, weil wir wissen, dass durch den Klimawandel insbesondere zusätzliche Länder von Heuschreckenplagen betroffen sein werden. Wie verändern sich die Habitate? Wie reagieren die Heuschrecken in ihrem Verhalten auf den Klimawandel? Da wird es auch in der Zukunft sicherlich noch viele Anwendungsbereiche geben, die wir heute vielleicht noch gar nicht sehen. Von daher denke ich mal, dass wir da auch noch jede Menge in der Zukunft zu tun haben.